durch ist und nicht zu trocken. Kalli. Oh, das wollte ich schon immer von dir. So. Elisa, nee, warte, wir gehen nach draußen. Ach, wir gehen nach draußen. Ja, da ist schon alles aufgebaut, wie es sich gehört für einen Feinschmecker, einen Gourmet. Oh, guck mal. Schön mit denen her, ne? So schön ein bisschen Etikette. Natürlich. So isst du doch bestimmt immer zu Hause. Ja, ja, klar. Mit einem Geigenspieler. So, da sind die beiden Gerichte. Vielen Dank, Antoine, das ist sehr schön. Nee, ach, du machst du. Machst willst du selber machen? Ja, klar. Nee, gut, du bist der Chef. Mach die Glocken hoch. Sag, wenn's losgeht. Und jetzt. Ja. Dumm. Zack. Guck mal. Schönen Appetit. Ich finde, das habt ihr beide toll gemacht. In der Kürze der Zeit, oder? Ich also meine, das muss man sagen, 12 Minuten, die Augen essen mit und es sieht optisch hervorragend aus. Das muss man ganz klar beiden Köchinnen mit auf den Weg geben. Das ist das erste Lob. So. Das ist doch schon mal super. So, jetzt wollen wir natürlich jetzt fange ich mal Gaumen natürlich befragen. An, erstmal beim Fleisch. Ich hatte ja schon gesagt, es war optimal. Vorher aus dem Kühlschrank und jetzt ist es hier genauso in der Garstufe, man sieht das, keine Schuhsohle, optimal gemacht und Ehrlich? Wirklich? Moni, da muss doch runtergehen wie Öl, der Kalli lobt dein Fleisch. Jetzt wir stehen leider ein bisschen falsch rum. Ja. Einmal durchwechseln. Ist überhaupt kein Problem. Weil der Kalli, der kommt ja ganz durcheinander jetzt. Wen er anguckt und wen er lobt. Auch hier sehe ich schon, die Garstufe ist absolut in Ordnung. Top. Das ist natürlich immer eine Geschmackssache, ob man ein bisschen weniger durch haben will, ein bisschen mehr. Für was plädierst du denn? Lass mich raten, du bist immer so ein bisschen medium rare, ne? Oder? Hier ist mir ein bisschen mehr medium rare. Esse ich eigentlich lieber. Aber in der Bewertung liegt beides im Rahmen des Erlaubten. Keine Schuhsohle, sehr gut präpariert. Ich habe ja vorher gesagt, es kommt doch noch ein bisschen auf die Beilage an. Ja, das stimmt. Es geht ja auch um 7.000 Euro und deswegen müssen wir jetzt... Das müssen wir schon ganz ernsthaft hier durchgehen. Du musst ganz genau drauf gucken. Und vor allen Dingen auch schmecken. Was haben wir denn da? Was isst du denn da Schönes? Auch der Kartoffelpüree. Sehr gut angemacht, sehr schmackhaft. Also für 12 Minuten. Große, große Klasse. Jetzt gehe ich mal hier rüber. Ja, ich liebe ja immer Tomätchen. Alles richtig gemacht. Aber noch hat sich Kalli nicht festgelegt. Ich nehme eine Verlängerung. Noch einmal Fleisch. Natürlich. Kalli ist sich satt. Nochmal aus der Mitte. So viel dann fällt Zeit die Entscheidung. Danach fällt die Entscheidung. Vielleicht fällt die Entscheidung auch erst im Elfmeterschießen, meine Damen und Herren. Wo im Zentrum wird das Fleisch etwas besser hier noch. Siehst du? So, es ist soweit. Oh, Haltung annehmen. Also ich muss es nochmal wiederholen, es ist eine scheiß Aufgabe, obwohl es eine schöne ist, weil es eine leckere Aufgabe ist. Und ich muss sagen, meine Augen sind zufrieden, was auf beiden Tellern in 12 Minuten hier serviert wurde. Das Fleisch, beides hervorragend, so ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Hier, ich habe hier nochmal eine Mitte durchgeschnitten, also ganz, ganz knapp, hauchdünn vorne, was hier auf rechts steht. Mit den Tomaten. Danke. Ich hatte ja vorher gesagt, es kommt dann noch auf die Beilage an. Hier Kartoffelpüree. Ich will jetzt nicht alles auf Soße so eingehen. Hier, da schenke ich mir auch das Zeug her. Schmeckt gut, aber zehrt nicht. Wenn ich die Beilage sehe, sage ich, gewinnen tut
Links, weil die Beilage um Nuancen besser ist, wie rechts die Tomaten nicht genug angewürzt und auch hier, das ist ein bisschen hart, oder ganz Löcher mit hier in der Wand. Also gleich, sehr gut essen, bei beiden Tellern gut, nach kürzer, nach Punkt.